Ja, hallo meine Lieben, hier habe ich eine wunderschöne Duplex-Penthouse-Wohnung mit Mega-Aussicht im Stadtteil Kargojak. Das ist eine Villa-Gegend in den Bergen, eine sehr ruhige Gegend mit super Luft, weil ihr habt Pinienwälder gleich nebenan und wir haben Meeresbrise und diese Wohnung ist etwa Meereshöhe über 300 Meter und die Wohnung ist riesig. Die Ro Wohnung hat 235 Quadratmeter brutto und die sieht man auch. Zwei große Bäder, eine riesen Küche, drei Balkone, zwei Terrassen und also das ist wirklich mega. Das ist ideal für Leute, die sowas wie eine Villa suchen, aber eine Villa für sie zu viel Arbeit ist, denn diese Wohnung ist voll ausgestattet und schauen wir uns mal alles an. Das wäre die Aussicht vom Wohnzimmer. Man sieht auch den Burgberg. Nachts ist es fantastisch, wenn man einen Blick drauf hat. Das ist der Vorteil in der Winterzeit oder in der Herbstzeit, dass man eine klarere Luft hat und dadurch dann alles sieht. Und hier ist das Wohnzimmer und links geht es rauf zum zweiten Stock, zur zweiten Ebene meine ich. Und wir haben sogar einen Abstellraum. Und wir haben zwei Abstellräume. Zwei Abstellräume. Zeige ich euch gleich mal alles. Der Preis 195.000 Euro ist mit Möbel und mit weißer Ware, also Küchengeräten und mit Klimaanlagen. Alles funktioniert. Und ihr habt natürlich auch Garantie auf die Klimaanlagen und auf die Küchengeräte. Und schauen wir uns mal alles in Ruhe an. Hier die Küche, eine schöne große Küche und da braucht ihr eigentlich nichts mehr austauschen, weil die, okay, vielleicht schaut sie ein bisschen zu einfach aus von der Farbe, aber ist doch gut. Ich persönlich mag es nicht mehr so schrill und grell. Nein, lieber sowas. Ockerfarben, Pastellfarben und hier haben wir den Herd. So ein Elektro-Kochfeld ist manchmal eine gute Sache. Warum? Wenn man mal zum Beispiel Gas geht zu Ende, Gas hält, also bei mir hält es über 3 Monate und ich koche jeden Tag zweimal. Und wenn es dann mal zu Ende ist, dann und man ist mitten im Kochen, da kann man noch dieses Elektrokochfeld noch benutzen. Ich selber habe aber nochmal ein eigenes Elektrokochfeld, falls mir das mal passiert, kann passieren. Alle Jahr mal einmal kann es das passieren, dass man gerade da kocht, was Wichtiges kocht und das zu Ende kochen will, dann hat man so eine extra Herdplatte, habe ich zum Beispiel, eine Elektro-Kochfeld-Herdplatte. Ansonsten bin ich sehr glücklich mit Gas. Hier gab es, also so viel ich gehört habe, noch nie einen Unfall. Man hat ja eine Schutzkappe und auch einen Schutzschlauch. Das muss alles extra diese Voraussetzungen haben. Und wer da was anderes hinmacht, das ist strafbar. Also die, die Gas liefern, die wissen ganz genau, was sie machen müssen. Und wie gesagt, bei uns gab es noch gar kein Gasproblem oder Explosion oder sowas, geschweige denn. Ihr kennt ja die Vorteile von Gas. Ihr macht es an und sofort ist es heiß. Ja, hier sogar von der Küche sieht man sogar das Meer. Und hier der Essbereich. Also wirklich riesengroß diese Wohnung. Kann man auch erwarten für 195.000, das ist nicht wenig Geld, aber es ist ja nicht ein Hochhaus oder sowas und diese Aussicht kostet halt nun mal Geld. Mehrblick kostet Geld und in dem Fall habt ihr halt keinen Straßenlärm mit dieser herrlichen Aussicht. Also wer sowas gesucht hat, soll zulangen, soll sich melden und wir machen eine Besichtigungstour. Jetzt schauen wir uns mal Balkon an, also ihr seht schon, ihr habt genug Platz für Tische, Stühle am Balkon und die Terrassen schauen wir uns an. Wir haben eine Terrasse, die geht, die zeigt Richtung Berge, das ist die kleinere Terrasse und wir haben eine größere Terrasse, die zeigt Richtung Meer und das ist natürlich, das ist schon Luxus, Leute. Ja, das ist schon Luxus, wenn man und der Pool ist auch wunderschön, wenn man zwei Terrassen hat und zwei Balkone und zwei große Bäder. Und
Oder da hinten wohnt der Ottmar, hinten links. Ja, Ottmar, wann kommt denn ihr endlich mal? Mein Gott, da kauft ihr eine Wohnung und kommt nicht. Ihr sollt auch mal das Leben genießen, nicht nur schuften, schuften, schuften. Ja, hinten links, das ist auch so Penthouse-Style. Ja, und diese Wohnung hat drei Schlafzimmer und ich zeige euch mal alles. Hier nochmal der Blick vom Balkon. Also, wer das nötige Kleingeld hat, kann hier zulangen und dann kann er sagen: So, jetzt lege ich mich hin und gehe zum Pool, wann ich möchte. Und zur Winterzeit natürlich nicht. Und hier dieses Schlafzimmer hat noch ein extra Bad. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch wirklich Platz. Trotz Schränke, trotz allem haben wir immer noch Platz. Und hier das Bad vom Schlafzimmer nochmal. Viel Ablagefläche. Und hier haben wir die Eingangstür und wie schon gesagt, so eine Art Abstellraum haben wir auch, zeige ich euch gleich. Und hier geht es die Treppe hoch. Hier haben wir nochmal ein schönes Bad und Platz für Waschmaschine und Trockner. Und hier habt ihr praktisch Dusche oder Whirlpool, wie ihr möchtet. Und hier das andere Schlafzimmer mit der kleinen Terrasse. Und wie gesagt, Klimaanlagen sind überall mit dabei. Tja, meine Lieben, also wer Lust hat, das ist jetzt die kleine Terrasse. Und jetzt kommt gleich die große Terrasse. Diese kleine Terrasse hat nur ein bisschen mehr Blick, aber mehr Bergblick. Und die große Terrasse hat mehr. Und wir haben hier noch einen Lagerraum, da könnt ihr eure Sachen abstellen. Hier wäre der Lagerraum. Und hier kann man Staubsauger und so weiter alles unterbringen. Und wir haben auch eine eigene Garage. Eine abschließbare eigene Garage. Zeige ich euch auch gleich. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch wieder Platz. Also man merkt hier, die 235 Quadratmeter kann man hier richtig sehen. Und hier ist die andere Terrasse. Das ist eine Aussicht, hä, Leute. Das ist eine Aussicht. Und wer halt Mahmoudladen nicht unbedingt mag, weil es da halt zu viel Hochhäuser und so weiter, hat hier genau das Richtige. Ja, Leute, kommt vorbei. Ich zeig's euch. Und wenn es euch dann gefällt, dann langt zu. Meine Kunden wissen ja, ich bestehe auch immer darauf, dass die Kunden auch 5 Minuten oder 10 Minuten oder solange sie halt wollen, auch alleine in der Wohnung sind, ohne dass irgendein Makler dazwischen quatscht. Das hasse ich immer, ja. Ich war schon oft auch mit meinen Partnern auch unterwegs. Die müssen ständig labern, labern. Ich sage dann immer zu denen: Lass mal bitte in Ruhe, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Ich mag dieses dieses Schwätzerische nicht, ja. Und dann hören Sie nicht auf zu reden. Halt doch mal die Fresse, lass mal die Leute in Ruhe sich alles anschauen, ja. Das packe ich wirklich nicht. Und das wäre der Eingangsbereich. Alles ordentlich, alles funktioniert hier. Das wäre die eigene Garage. Und groß genug für ein normales Auto. Teilweise bleiben manche Sachen da, teilweise nicht. Das müssen wir dann mit einer Liste alles ordentlich festhalten, damit alles, was wir sagen und was ihr wollt, das dann auch gemacht wird und dabei ist. Soviel ich weiß, ist der Fahrradständer, Gepäckträger nicht mit dabei, aber das können wir alles vor Ort noch klären. Tja, meine Lieben, und hier haben wir den Gemeinschaftspool. 12 Meter lang ist der, soviel ich weiß. Und ihr seht schon, da ist so eine Art Veranda. Also man kann hier wirklich das Leben genießen, Leute. Ja, das kostet auch, wie gesagt, 195.000 Euro. Aber wer was Günstiges will, ich habe auch was für 40.000 Euro. Ja, habe ich auch. Ich habe auch was für 36.000 Euro. Ja. Aber sowas ist halt nun mal was anderes. Und ihr seht schon, nur ein paar Stockwerke hoch. Das ist keine Hochhausgegend, das ist nur Villa-Gegend. Und maximale Bauhöhe ist hier wie in Kestel, soviel ich weiß, 5 Stockwerke. Aber in
Kargajak gibt es auch Gegenden, wo auch höher gebaut werden darf. In Kestel nicht, da ist maximal 5 Stockwerke. Also ihr seht schon ein wunderschönes Objekt. Wer Lust hat, meldet sich. Wunderschöne Aussicht, wirklich wunderschöne Wohnung. Soviel mal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.